Wir haben erwähnt, die Bedienung von La ilaha illallah haben wir gesagt, sieben. علم ويقين وقبول وانقياد فدري ما أقول مع صدق وإخلاص ومحبة. Und wir haben die letzte ist محبة, Liebe, Liebe zu Allah. Bruder, wenn du Allah liebst, sitzt dich hin und hörst mit deinem Herz. Wenn du Allah liebst. Wenn du Allah nicht liebst, dann wirst du was anderes handeln. Aber wir wollen jetzt hören über Liebe, Bruder. Die Frage ist, lieben wir Allah? Wer Allah liebt, Hände hoch. Jalla. Allahu Akbar. Ich habe kein bisschen Verzweifel, Bruder. Wallah, ich weiß, dass du Allah liebst. Alhamdulillah, wir lieben alles Allah. Aber wir lieben Allah, wie er will oder wie wir wollen. Wir lieben Allah nach unserer Gelust. Bruder, ich sage dir eine Sache, mein lieber Bruder. Du bist schön verheiratet, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah euch alles verheiratet machen. Allahumma amin. Allahumma zawwij shababna, ya Rabbi. Allahumma amin. Allahumma zawwij abaana. Allahumma amin. Weil paar ältere Leute, die waren ein bisschen beleidigt. So. Nur für die Shabab gemacht, die Dua. Also Shabab und Aba, inshallah. طيب, du bist verheiratet, du hast Familie, Alhamdulillah. Kommt jemand bei dir, klopft. Machst du auf, Assalamu alaikum. Das sind 10.000 Euro für dich, für deine Familie. Kannst du mitleben diesen Monat, inshallah. Freust du dich oder nicht? Aber wie? Ohne Ende, Bruder. Einer kommt. Dieser gleiche Mann kommt nach 2-3 Monaten. Er klopft 5.000 Euro für dich, für deine Familie. Wallahi, wirst du dich freuen ohne Ende. Der gleiche Mensch kommt nach 4-5 Monaten und gibt dir 20.000 Euro. Das ist für dich und für deine Familie. Was willst du machen, Bruder, mit diesem Mensch? Willst du ihn lieben oder willst du ihn hassen? Du willst lieben überall, Bruder. Einer, der gibt dir Geld und der macht für dich, dieser Lieben erleichtert für dich und alles, oder? Du willst ihn lieben, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieser Mensch, der gleiche Mensch, kommt nach einem Monat und klopft bei dir, kannst du mich 20 Euro geben? Ich brauche 20 Euro. Gibst du ihn nicht? Oder? Bei Allah ist das beste Beispiel, Bruder. Allah hat dir mehr als das Geld gegeben, Bruder. Deine Augenlicht nur Augenlicht, Bruder. Wie viel kannst du dafür bezahlen, Bruder? Ist bezahlbar? Wallah ist unbezahlbar. Eine Ni'ma, Bruder. وَأَنْتَ عُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Eine Ni'ma, Bruder. Eine Ni'ma. Eine Ni'ma, Bruder. Er gibt dir viele Ni'am. Und er sagte zu dir, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ An euch selber betrachtet ihr das nicht? Betrachtet ihr das nicht? Bruder, wie viele Ni'am wir haben, betrachten wir das nicht? Nieren, wenn einer sein Nieren ist kaputt. Wenn einer sein Nieren kaputt, die wiegen nur ein bisschen, 60 Gramm, 50 Gramm, wie viel wiegen Nieren? Wenn dieser Nieren ist kaputt, der geht und Blut waschen und alles, Bruder, bei uns in unseren Ländern, das ist sehr teuer. Und alle 2-3 Tage musst du die ganze Blut waschen und alles. Weißt du, wie teuer und wie viel Geld musst du bezahlen? Weißt du, wie erschöpft dieser Mensch ist? Möge Allah ihn schnell heile machen, diese Leute, die so eine Krankheit haben. Möge Allah ihn schnell heile machen. Bruder, ganz schwer, ganz schlimm und sehr teuer in unseren Ländern. Bruder, deine Nieren werden jeden Tag gewaschen. Kostenlos, Bruder. 25 Mal bis 35 Mal jeden Tag. Kostenlos, Bruder. Brauchst du nicht bezahlen. Nur Dankbarkeit. Warum? Weil er dich liebt, Bruder. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.